Wir stellen euch jetzt nur ein kurzes Spiel vor für die Schulanfänger unter euch, und zwar für die Kindergartenkinder. Für die Kinder ist ganz wichtig, dass sie ein Gefühl für die Sprache entwickeln, gerade im letzten Kindergartenjahr, weil in der ersten Klasse ja dann die Buchstaben kommen und die Wörter. Und da gibt es das bekannte Silbenklatschen. Das funktioniert so: Ich sage dem Kind ein Wort und das Kind klatscht mir, wie viele Silben hat das Wort. Zum Beispiel probieren wir mal aus, wie viele Silben, Charlotte, hat denn das Wort Osterhase? Probierst du das mal zum Klatschen? Osterhase. Genau. Osterhase. Und das ist eine Übung, die kann man einfach im Alltag zwischendurch machen. Beim Kochen, beim Einkaufen, beim vor dem Fernseher sitzen. Jederzeit einfach ein paar Wörter klatschen lassen. Was fällt mir uns nur ein? Wie viele Silben, Charlotte, hat denn das Wort Hut? Probier mal. Genau, eine Hut. Was können wir nun nehmen für Ostern? Garten. Wie viele Silben hat denn das Wort Garten? Genau. Und das Kind klatscht dann einfach die Silben nach. Was fällt da nur ein? Ei. Ei. Wie viele Silben das Ei? Ei. Genau, nur eins. Und dann können wir noch das letzte Wort machen. Da könnten wir nehmen Osternest. Hat auch was mit Ostern zu tun? Osternest. Genau. Das war's schon wieder. Danke.